Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leser, heute stelle ich Ihnen wieder ein englischsprachiges Werk auf Deutsch vor. Das Buch ist ein prachtvoller Hardcover-Bildband und trägt den Titel The World of Marian Apparitions. Es ist im Jahr 2021 bei Sophia Institute Press in New Hampshire in den USA erschienen. Für die Lektüre dieser Publikation benötigen Sie gute bis sehr gute Englischkenntnisse. Der Autor des Buches ist Vincente Warszewski, ein polnischer Schriftsteller, der in seiner Heimat sehr bekannt, bei uns aber weitgehend unbekannt ist. Er hat zahlreiche Werke in polnischer Sprache verfasst. Sein Themenschwerpunkt liegt auf marianischen Büchern. Leider gibt es keines seiner Werke auf Deutsch und nur eines auf Englisch, nämlich das heute vorgestellte Buch. Sie können es auf der deutschen Amazon-Webseite bestellen. Auch auf der US-amerikanischen Webseite ist es bestellbar. Dort finden Sie auch weitere Werke des Autors, allerdings wiederum nur auf Polnisch. Sämtliche wichtige Informationen verlinke ich Ihnen wie immer unten in der Infobox. Wie bin ich selbst auf dieses Buch gestoßen? Ich entdeckte ein Video auf dem YouTube-Kanal von Father Mark Goring, in welchem er das Werk präsentiert. Falls Sie seinen Kanal besuchen wollen, finden Sie den Link ebenfalls in der Infobox. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass der englischsprachige Buchmarkt deutlich größer ist als der deutschsprachige. Daher ist es lohnenswert, einmal die englischsprachigen Rubriken der Buchhandlungen zu durchstöbern. Das Sophia-Institut, welches dieses Buch herausgegeben hat, bietet ebenfalls eine Reihe guter katholischer Bücher und weiterer Medien, die man online bestellen kann. Mit etwas Glück finden Sie das eine oder andere Buch auch auf der deutschen Amazon-Seite. Nun zum vorliegenden Werk. Gleich vorweg möchte ich sagen, dass mir das Buch außerordentlich gut gefallen hat. Es sollte in keinem katholischen Haushalt im Bücherregal fehlen. Es eignet sich als Lektüre sowohl für Erwachsene als auch für ältere Kinder ab 12 Jahren. Der Autor hat in mühevoller Arbeit eine Zusammenfassung der wichtigsten Marienerscheinungsorte weltweit erstellt. Auf den ersten Seiten des Buches finden Sie ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis sowie eine Weltkarte, auf der sämtliche Orte eingezeichnet sind. Die Präsentation und Beschreibung der Erscheinungsorte wurde chronologisch erstellt, beginnt mit dem Jahr 1884 und endet im Jahr 2014, erstreckt sich also über einen Zeitraum von 130 Jahren. Ich möchte hier nochmals hervorheben, dass es sich nicht um ein Lexikon aller Erscheinungsorte der Welt handelt. Dies würde vermutlich den Rahmen sprengen. Dann wäre das Buch deutlich umfangreicher als 400 Seiten geworden. Wie wir aus den Medien wissen, gibt es neuerdings im Vatikan eine speziell dafür eingerichtete
Beobachtungsstelle für Erscheinungen und mystische Phänomene in Zusammenhang mit der Gestalt der Jungfrau Maria, welche sowohl bisherige stattgefundene als auch aktuelle und zukünftige übernatürliche Phänomene, die in Zusammenhang mit dem Erscheinen der Gottesmutter stehen, überprüfen soll. Diesen Umstand kann man derart deuten, dass offenbar ein gewisser Bedarf dafür besteht, weil es eine Fülle von Ereignissen gab und gibt. Viele davon bleiben einer breiteren Öffentlichkeit allerdings unbekannt, weil sie entweder nur von regionaler Bedeutung sind oder es nicht in die internationalen Medien geschafft haben. Daher eignet sich das vorliegende Buch sehr gut, sich einen Überblick über Erscheinungsorte zu verschaffen, die nicht allen Leserinnen und Lesern geläufig sind. Es ist daher sowohl für Laien als auch für Fachleute eine interessante Lektüre und eignet sich natürlich auch als Geschenk für Marienfreunde. Die einzelnen Kapitel sind ebenfalls sehr übersichtlich gestaltet. Die Schrift ist gut lesbar. In jedem Kapitel findet der Leser auf der rechten Seite eine Übersichtskarte, mit Hilfe derer er die geografische Lage des beschriebenen Ortes ermitteln kann. Die zahlreichen Farb- und Schwarz-Weiß-Fotos sowie die interessanten Hinweise und Randbemerkungen ermöglichen es dem Leser, all diese Orte auf einfache Weise zu besuchen und deren Entstehungsgeschichte nachzuvollziehen. Wenn man die Texte aufmerksam liest, erkennt man, dass der Autor ein profunder Kenner der Materie ist, der sich schon seit vielen Jahren in die marianischen Themen einarbeitet. Daher begnügt er sich nicht damit, jeden Ort isoliert vorzustellen, sondern schafft auch gedankliche Verbindungen zu anderen Erscheinungsorten, insbesondere dort, wo sich theologische Parallelen und inhaltliche sowie historische Anknüpfungspunkte ergeben. Die Mutter Gottes selbst bezieht sich in manchen ihrer Erscheinungen ebenfalls auf andere Orte, in denen sie in der Vergangenheit bereits erschienen ist und bestätigt so persönlich die einzelnen Stationen ihres Weges, den sie im Laufe der 2000-jährigen Geschichte der Christenheit immer wieder vom Himmel herab zu uns Sündern auf sich genommen hat, um uns zu Gebet, Buße und Umkehr aufzurufen. Wer dieses Buch aufmerksam gelesen hat, wird begreifen, welch große und bedeutende Frau die Gottesmutter ist. Ihre Besuche auf Erden, die sie stets in Abstimmung mit Gott durchführt, da sie ganz im göttlichen Willen lebt, haben nicht nur eine religiöse, sondern auch eine weltgeschichtliche und politische Bedeutung. Diese wird gerade heute vielfach unterschätzt und heruntergespielt. Maria ist nicht nur eine liebende Mutter, sie ist auch eine Mahnerin und Warnerin. Sie hat den Blick in die Zukunft, sie sieht Unheil und Kriege voraus und weist immer wieder auf den Kampf zwischen Gut und Böse hin, welcher insbesondere durch zwei kraftvolle Mittel gewonnen werden kann, durch das andächtige Beten des Rosenkranzes sowie durch die ehrfürchtige Teilnahme an der Heiligen Messe. Die Verachtung und Verhöhnung der Gottesmutter hat in unserer Zeit einen erschreckenden Höhepunkt erreicht. Diese Verhaltensweisen zählen zu den schwersten Verfehlungen der Gegenwart, denn sie kränken nicht nur unsere liebe Frau, sondern beleidigen auch Gott.
Das vorliegende Buch ist daher eine echte Wohltat, denn es bildet einen kraftvollen und eindrücklichen Gegenpol zu dieser dunklen Entwicklung. Es zeigt das göttliche Leuchten auf, welches durch Maria hindurch auf uns Menschen herabstrahlt. Dieses einfache Mädchen aus Nazareth ist die Botin Gottes, die Vermittlerin der Gnaden, die Trösterin im Leiden, die Zuflucht der Sünder, die Ratgeberin und Advokatin, die Heilerin und Verteidigerin der Ehre Gottes. Sie ist allezeit unsichtbar anwesend gewesen, hält sich stets in unserer Nähe auf und hat durch ihre zahlreichen Erscheinungen auch deutliche Spuren auf Erden hinterlassen. Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie viel Kraft, Trost und Stärkung verspüren. Es ist nicht nur ein marianisches, sondern ein wahrhaft katholisches Buch, das ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wärmstens ans Herz legen möchte.